Herzmeditation. Bitte stimmen Sie sich jetzt auf Ihr Herz ein. Versuchen Sie zu hören, wie es schlägt. Legen Sie die linke Hand auf Ihr Herz und die rechte darauf. Schließen Sie die Augen und beugen Sie Ihr Kinn ein wenig nach unten. Das hilft, sich in Ihren inneren Zustand mehr zu vertiefen. Spüren Sie, wie Ihr Herz schlägt, das voller Liebe, Mitgefühl, Hilfsbereitschaft und dem Wunsch, Gutes zu tun, erfüllt ist. Spüren Sie Ihr Herz, hören Sie sein Klopfen. Und jetzt atmen Sie mit dem Einatmen Energie in Ihre Brust, in Ihr Herz ein. Und beim Ausatmen öffnen Sie die Arme und indem Sie ausatmen, richten Sie diese Energie an alle Menschen in der Welt, die im Moment Negativität, Ärger und Verzweiflung erleben. Richten Sie die Energie an alle Menschen, die es im Moment im Leben sehr schwer haben. Atmen Sie wieder ein, indem Sie die Hände ans Herz legen. Hören Sie, wie es schlägt. Spüren Sie die Liebe, das Mitgefühl. Lassen Sie uns tief einatmen, alle zusammen, meine Lieben, alle zusammen. Atmen Sie ein und mit dem Ausatmen senden wir Energie zu all jenen, die in Kritik und Negativität ertrinken. Zu all jenen, die sich einmal negativ über sie geäußert haben. Und gerade jetzt senden Sie Liebe zu ihnen. Tun Sie es, atmen Sie weiter ein. Atmen Sie Liebe in Ihr Herz ein. Senden Sie beim Ausatmen die Liebe selbst an die Menschen, die Sie für Ihre Feinde hielten, die Sie vielleicht für unwürdig hielten, geliebt zu werden. Senden Sie sie jetzt so großzügig an alle. Spüren Sie, wie sich Ihr Herz noch mehr weitet und es noch mehr Liebe darin gibt. Spüren Sie die Liebe, werden Sie sich ihrer bewusst. Teilen Sie die Liebe, teilen Sie sie mit der ganzen Welt. Und mögen jetzt alle Menschen, die sich streiten, die Konflikte haben, all diese Menschen gerade jetzt Liebe empfinden. Vielleicht waren diese Menschen negativ drauf und wollten eine böse Nachricht oder einen giftigen Kommentar schreiben.
Doch plötzlich wird ihr Herz von einem Vogel der Liebe berührt, den sie geschickt haben. Und er hat seine Flügel ausgebreitet und angefangen, in der Brust so zu flattern, dass man keine Lust mehr verspürte, Schlechtes zu tun. Man möchte diese Liebe geben, man möchte umarmen, ein nettes Wort sagen, ein Kompliment machen. Stellen Sie sich vor, wie es Ihren Verwandten und Freunden passiert, auch denen, mit denen Sie zerstritten sind. Sehen Sie, wie sie kommen und uns umarmen und sagen: meine Gute, vergib mir. Das war so dumm von mir, so dumm. Ich liebe dich sehr. Sehr. Und sie werden ihm oder ihr das Gleiche sagen. Sie werden ihnen, den Menschen, die ihnen am Herzen liegen, ihre Liebe gestehen. Gestehen Sie Liebe auch denen, die Sie nicht einmal kennen. Möge Liebe immer in dieser Welt herrschen, in jeder Minute, in jedem Augenblick. Es möge Liebe in dieser Welt herrschen, so soll es sein. Reiben Sie nun Ihre Handflächen an Ihrem Herzen im Bereich des Anahata-Chakras und atmen Sie tief ein. Und mit dem Ausatmen öffnen Sie Ihre Arme, öffnen Sie Ihr Herz. Und stellen Sie sich vor, dass unser ganzer Planet vor Ihnen liegt, die ganze Erdkugel. Umarmen Sie jetzt ganz sanft unseren gesamten Planeten. Stellen Sie sich vor, Sie umarmen unsere Erdkugel und legen Ihren Kopf darauf. Kuscheln sich sanft in Ihrer Umarmung ein. Besänftigen alle Kriege und Konflikte, die gesamte Negativität wie eine Mutter des Universums. Sie beruhigen unseren Planeten wie ein kleines Kind. Wie ein kleines Kind liegt unser schöner Planet in Ihren Armen. Sie halten ihn in den Händen und überreichen unseren Planeten in Gottes Hände. Denn nur er weiß, welchen Weg jeder von uns einschlagen sollte, und er hat uns das Recht, die Freiheit gegeben, zwischen Gut und Böse zu wählen, zwischen dem, was uns schadet, und dem, was uns besser macht. Also, meine Lieben, Sie haben die Wahl und Sie machen es richtig. Schließlich haben Sie nur dieses eine Leben. Warum sollten Sie es nicht dem Guten widmen? Sie hatten schon 1 Million Leben. Sie werden auch danach noch 1 Million Leben haben. Lassen Sie uns dieses Leben dem Guten und Wahren widmen. So soll es sein. Mögen Licht, Liebe und Kraft den Plan auf Erden wiederherstellen.